Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Da bin ich wieder. Und, hey, was ist da? Ach so, ja genau. Ein Auftrag, den wir noch hatten. Mein Portemonnaie! Bruder, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Danke, damit komme ich hier endlich weg. Du gehst echt? Tifa, halt mich nicht auf. Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Okay. Aber wenn du willst, dass ich bleibe, Tifa, und wir beide... Viel Glück, Johnny. Danke. Du wirst überall klarkommen, Johnny. Da bin ich mir sicher. Oh, Tifa, meine ewige Muse. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Dein Johnny schafft es überall. Also dann, Bruder, Tifa, wir sehen uns. Bitte bleib einfach weg. Ich kann dich nicht leiden. Okay. Wir sind immer noch auf der Suche nach Don Corneos Schatzkammer. Kleinen Moment. Hier lang, glaube ich. Und ich schau mal eben ganz kurz. Ja, doch. Das muss es gewesen sein hier. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo die dritte Stelle war. Aber ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Ich brauche nichts von euch. Was war das? Keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich wohl aus Versehen auf die falsche Taste gekommen. Ich müsste eigentlich auch mal wieder meine Charaktere ein bisschen ausstatten und aufleveln. Facehacker! Sterbt! Sterbi! So. Nee, ich glaube nicht, dass es der Weg war. Nee, hier geht's nur wieder runter zu diesem Raketendingens. Aber vielleicht ist hier trotzdem irgendwas Neues. Schauen wir doch einfach mal. Denn wir haben jetzt mittlerweile ziemlich viele Sidequests, die wir machen können. Und die bringen alle irgendwelche coolen Vorteile. Nebst Erfahrungspunkte durch krasse Gegner, die wir besiegen müssen. Aber vor allem brauche ich halt eben, suche ich Don Corneos geheime Schätze, um mal so richtig auszuplündern. Den notgeilen Penner. Bereit zum Angriff? Miau. Jetzt oder nie. Der Feind ist geschwächt. So, Nummer 1. Nummer 2 und den dritten, dem drücken wir nochmal einen Mutangriff an. Oh. Bringen wir's hinter uns. Da. Das war's dann wohl. Oh. Oh. Ach, ganz toll. Hier ist eine Leiter, die wir das letzte Mal, als wir da oben waren, nicht runtergelassen haben. Das müssen wir sofort nachholen. Auch wenn das eigentlich total Blödsinn, totaler Blödsinn ist. Aber warum habe ich ihn das letzte Mal nicht gesehen? Wie seltsam. Ich bin ja Blindfisch. Ah, jetzt sehe ich warum. Toll. Hat's was gebracht? Nee, hat es nicht. Na gut, rauf da. Und hier um die Ecke. Moment, lauf hier. Wo laufe ich denn jetzt gerade lang? Also, wie war das noch? Werft heißes Wasser auf mich und ich verwandle mich zu einem Ferkel, welches nicht mehr weiß, wo es hin muss. Jetzt habe ich begriffen, dass ich schon falsch gelaufen bin. Denn netterweise werden mir Don Corneos Schatzkammern hier präsentiert. Aber zum Glück müssen wir hier nicht allzu weit laufen. Wir können hier einfach unsere Abkürzung nehmen. Höp, runter da. Was mache ich denn hier?
Für diese Sprungangriffe bringe ich mal voll außer Fassung, weil damit die Kamera so ganz komisch ist. So, Magie. Probieren wir es mal mit Blitz. Ich glaube, das bringt nicht. Oh, hat glaube ich doch was gebracht. Umso besser. So, da lang zu Don Corneos kleiner Schatzkammer. Ja, hier die Treppe hoch. Und da haben wir die erste. Hallöchen. Ah, super. Was haben wir denn hier Schönes? Gebet. Aha. Mogri-Medaille, Jungfernkuss. Oh, das sind viele Gegenstände. Das gefällt mir. Molotow. Mehr Mogri-Medaille. Oh, hier kriegen wir richtig viele Mogri-Medaillen. Geilo. Damit bekommen wir auch ganz sicher unsere, Diese Musik, die wir brauchen, um die Leute in den Slums Party machen zu lassen. 3000 Kill. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben hier noch Jungfernkuss. Okay, Mogri-Medaillen. Oh, Don Corneo wird sauer sein, wenn er mitbekommt, dass wir ihn ausgeraubt haben. Ja. Aber alles ist gut. Soll er doch. Rubinrotes Diadem. Klingt ja auch gut. Ich glaube, dieses rubinrote Diadem, das ist das, was wir dann zum Schluss benötigen, um das dem Racheengel zu geben, also der alten Frau. So, hier ist sonst nichts mehr. Ne? Lass nochmal hier einen umfangreichen Blick werfen. Nee. Es sei denn, man kann hier... Nee. Das sieht man schon in der Minimap. Da kommt man nicht durch. Perfekt. So mag ich das. Und hier unten ist auch gleich ein Chocobo-Dude. So. Wo müssen wir als nächstes hin? Als nächstes haben wir Don Corneos Schatzkammer. Nee. Gucken wir nochmal. Harris House, nee. Hier. Da ist Don Corneos nächste Schatzkammer. Und ich glaube hier auch nochmal. Irgendwo. Nee. Irgendwie müssen wir noch in die Kanalisation rein. Aber das wird schwer, weil dafür... Weil nach Sektor 7 wird glaube ich nichts mehr. Na gut, dann einmal zur Landstraße. War das jetzt hier? Nee. Oder doch? Doch, Eingangsschnellstraße. Nee, Moment. Doch, das war richtig. Draußen ist es ganz schön windig. Eine Chocobo-Rap-Version. Hat aber auch was. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Da, was so hässlich dunkel ist. Zum Glück ist gerade Tag. Das macht uns die Sache ziemlich angenehm. So, hier warten sicherlich direkt Gegner auf uns. Aber wir müssen hier lang. So. Willkommen in der nächsten Schatzkammer von Don Corneo. Was haben wir hier? Diamantines Diadem. Sehr schön. Wieder ein Punkt mehr für uns. Muhaha. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch wieder zurück in die Kanalisation kommen. Aber auch da weiß ich schon, wie wir hinkommen. Und zwar, wenn ihr euch noch erinnert, wir waren nachts
im Walmart und oder im Walmart unterwegs und da gab es so eine Bruchbude, wo es nicht viel gab. Und ich glaube, da gab es auch einen Weg. Also gehen wir doch da einfach mal hin. So, mal gucken. Walmarkt-Eingang. War das... Moment. Nee, ich glaube, wenn wir hier zu Fuß gehen, sind wir schneller da. Als uns auf eine Ladesequenz einzulassen. So, ganz schön dunkel hier. Mal wieder. Und ich glaube, hier entlang... Oder auch nicht. Was guckst du hier komisch? Beim Ausmisten des Dachbodens bin ich auf eine alte Kiste voller Schallplatten gestoßen. Ah. Wie wär's? Willst du eine haben? Gerne. Turk's Theme. Ich dachte, das wäre hier irgendwo gewesen. Ich sehe nichts. Alles dunkel. Nee, okay, hier war's nicht. Das ist schade. Moment. Aber wir sehen hier... Was haben wir hier? Kraft der Musik. Achso, das war das. Honigtöpfchen. Achso, das ist der Walmarkt. Was haben wir hier? Achso, das ist Don Corneos Butze. Oder war das hier? Erschließungsgebiet? Ja, ich glaube, das war hier. Dann laufen wir doch einmal ganz kurz dahin. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da irgendwo noch ein Gebiet gab, wo wir nicht hinkamen. Und es wäre mir kein Wunder, wenn das noch die Kanalisation ist. Ich glaube, dann müssen wir nochmal zu Don Corneos Anwesen runter. Achso, mit dir haben wir schon... Moment. Was war dein Auftrag? Du Schlingel, steckst also auch mit Avalanche unter einer Decke. Okay. Doch nichts Interessantes für uns. Dann einmal zu Don Corneos Villa rüber. Moment. Ich glaube... Nee, jetzt glaube ich hier völlig falsch. Wo waren die nochmal? Doch ein ganzes Stück in diese Richtung. Und dann, genau, hier lang. Und dann gibt es hier irgendwo einen Weg nach rechts. Ich glaube hier. Oh, ist das eine schwammige Textur hier gewesen. Genau, das sieht doch gut aus. Hier lang. Und ich glaube... Hier gab es dann irgendwo wieder eine Tür. Moment, bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier definitiv richtig. Aber wir können hier trotzdem nochmal, bevor wir... Ich glaube hier, hier nach rechts ist das. Wo ist denn hier der Gang rechts? Okay, verstehe. Ich komme da noch nicht so ganz hin. Das macht aber nichts. Okay, nichts hier. Ich dachte, hier wäre noch eine Tür gewesen. Nee, aber das bedeutet ja dann tatsächlich, dass ich irgendwie... in die Kanalisation kommen und dann gibt es noch einen zweiten Ausgang, wo wir dann wahrscheinlich hier rauskommen. Aber der ist uns noch nicht freigeschaltet. Dann wahrscheinlich bekommen wir das wirklich erst mit Don Corneos zweiten Rundlauf. Aber ich war der Meinung, ich dachte echt, dass das hier gewesen wäre. Moment.
Musik? Mann, das nenne ich Musik. Dieser Rhythmus motiviert einen richtig. Du machst auch einen erschöpften Eindruck. Hier, zieh dir das rein. Super, die Musik von Wutai bekommen. An die kann ich mich gerade irgendwie gar nicht so richtig erinnern. Ärgert mich gerade ein bisschen, dass es diesen Weg nicht gibt, wie ich ihn ganz gerne hätte. Oder er war vielleicht auch einfach völlig, also wo, ganz anders. Nee. Nee. Ich glaube, ich habe das mit dieser Tür hier verwechselt. Na gut, dann wollen wir doch mal noch mal ein paar Punkte ausgeben, würde ich sagen. Also ein paar Mogri-Marken. Aber Farmboy haben wir schon. Okay, spazieren wir hier einfach mal kurz rein. Okay, wir können hier nicht rein. Willkommen zurück, Cloud. Bist du Stammkunde? Ist Anjan zu sprechen? Leider nicht. Er ist gerade beim Training im Sportclub. Aber Cloud, Sie wären nicht zufällig für einen Auftritt heute Abend verfügbar? Nein. Schade. Das wäre ja zu witzig, Cloud nochmal so zu sehen. Und immer wieder. Aber stimmt, wir hatten hier auch einige Gassen, wo wir nicht reinkamen. Egal, wir müssen jetzt erstmal, wir sind jetzt wieder in den Slums von Sektor 6. Das heißt, wir sollten vielleicht mal wieder zu den Slums von Sektor 5 zurückkehren, um uns die Mogri-Musik zu holen. Katschigotze außer Musik. Ah, da drüben hat eine Kiste. Mit einer Phönixfeder. Wundervoll. Tja, selbst wenn es Tag ist. Oh, bin schon wieder auf den Kram gekommen. So. Ich möchte bitte reisen. Oh, da sind sie ja, unsere Retter. Die Chocobos sind wieder da. Jetzt können wir unseren Betrieb wieder aufnehmen. Vielen Dank. Gerne. Ich wollte gerade sagen, laber mich doch einfach mal nicht zu, sondern führe mich mal bitte zum Eingang von Sektor 5. Oder? Ja, doch. Zum Eingang von Sektor 5, weil dort ist nämlich das Geheimversteck von den jungen Boots, von dem wir nämlich die, bei dem wir nämlich die Schokobo-Münzen verteilen können. Diese Musik erinnert mich wieder massiv an Lisa the Hateful oder Lisa the Faithful oder irgendwie sowas. Oder sogar an hier Mother, sag mal schnell, wie heißt denn das Spiel? Earthbound, genau. So, hier ist der geheime Eingang. Ich bin, ja klar, Barrett passt hier auch noch durch oder was? Wer will denn das erzählen? So, Subi. Gut, dass ihr mich nochmal darauf hingewiesen habt, dass es hier nämlich die Godshauser-Musik gab. Oh, und schaut mal hier. Es gibt noch neue Waffen. Die können wir doch eigentlich direkt mal mitnehmen. 7. Wir haben 41. Ja, dann her damit. Silberstab. Nee. Froschring. Ein Mogri-Mörser. Den nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, wofür der gut sein wird. Aber das klingt schon ziemlich verlockend. Wir haben hier noch Einführung in die Schwertkunst. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, die auch nochmal mitzunehmen.
So, wir haben hier ziemlich... Wir haben hier durch die Aktion mit Don Corneo ganz viel Zeug bekommen. Das finde ich ganz gut. Hier drüben ist noch einer. Rache der Schergen. Ja, vermutlich... Jetzt kommt Reno auf die Idee, ey. Komm, Root kommt nochmal auf die Idee. Komm, Rematch. Du und ich, Cloud. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, was diese Bücher machen. Erstmal würde ich ganz gerne Waffenmodifikation Barrett nochmal angucken, weil der hat hier diese Atomschere jetzt bekommen. Okay. Ach toll, jetzt habe ich trotzdem nicht ganz hingeguckt. Schauen wir mal. Feuerelementar, Windzusatzschaden, Elementar. Hier gibt es einen ganzen Haufen Materia-Slots. Das ist cool. Das sind dann 6 Materia-Slots, die er hier hätte. Das ist ja krass. Und, egal. Das machen wir an einer anderen Stelle mal. Also jetzt nicht, sondern jetzt gucken wir uns nach wie vor die die Nebenaufgaben an. Mir ist nebenbei auch bewusst, dass ich gerade eben an hier Visa dem kleinen Jungen vorbeigelaufen bin und der... Oh. Du kommst gerade richtig. Das freut mich, ja. Ein paar von Cornelius Männern sind vorhin in Richtung von Aris Haus gegangen. Sehr praktisch. Hast du sonst noch was? Ein paar von Cornelius Männern sind vorhin in Richtung von Aris Haus gegangen. Dann wollen wir doch mal Cornelius Leute verprügeln. Hallo. Hey, seht mal, sein rechter Arm. Ich hab gehört, ihr sucht nach mir. Hoffentlich musstet ihr nicht so lange warten. Du bist doch der aus Sektor 7. Wusstest doch, dass du auch zu Avalanche gehörst. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Ja. Darf ich vorstellen? Don Corneus helft bloß euch. Nicht. Nein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Kopfgeld gibt's schließlich Nein. auch, wenn ihr tot seid. Nein. Weg von ihm. Weg von ihm. Lasst ihn nicht an euch rankommen, Leute. Willkommen im Reich der Schmerzen. Voll in die Fresse. Fuck. Ihr seid doch verrückt. Bin mal so frei. So, wirksam. Alles Mögliche, immun gegen solche Dinger. Ein Wesen, das Don Corneo über zwielichtige Kanäle erworben hat. Ein Thornberry, fuck it! Achso, nebenbei Thornberry und Thornberry, es gibt beides. Also, ist beides der gleiche. Ich nenne sie mal Thornberry. Fuck, ein Thornberry. Dieses unheimliche Wesen nähert sich langsam und mit ausdrucksloser Miene. In einer Hand trägt es eine Laterne und in der anderen ein absolut tödliches Küchenmesser. Ja, dieses absolut tödliche Küchenmesser macht Peak und dann ist der Gegner tot, ist der Spieler tot. Wenn ihm eine Aktion misslingt, wird es kurzzeitig schockanfällig. So, schnell weg. Ich zähl auf dich. So. Ich fest auf die Fresse. Magie, du nimmst jetzt ganz schnell Barriere. Oh, Moment. Doch, Barriere für Cloud. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau das meine ich nämlich. Gegenstände. Phönixfeder auf Cloud. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Ich zähl auf dich. Du musst durchhalten. Oh, super. Da ist ein Angriff daneben gegangen. Es lohnt auch gar nicht, dagegen zu heilen. Genau deswegen. Aber es ist gut, dass Barrett jetzt nämlich gerade eben seine ATB-Balken voll hat, weil... Genau, Engel! Schockanfällig, irgendeine Attacke ging daneben. Und im Schock.
So, das passt sehr gut. Mutangriff. Das war's dann. Und, genau, tiefer. Fertigkeit auf Hochtouren. Sonst noch irgendwas? Stopp! Genug! Wir geben auf! Wir werden keiner Seele etwas sagen! Versprochen! Lasst uns ziehen, bitte! Die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. Zerquetschen wir euch! Wird niemals wieder passieren! Glück gehabt. Definitiv. Was haben wir denn hier noch? Achso, da haben wir nur das Kinderparadies. Okay, aber ich glaube, hier bin ich... Nee, mit Jagd nach Corneo bin ich noch nicht fertig. Aber wir haben noch zwei offene. Abgeschlossen, Kraft der Musik. Hier fehlt uns noch die richtige Musik. Hier fehlt uns noch ein, hier fehlt uns auf jeden Fall noch ein, eine geheime Kammer. Und stimmt, Schrei aus der Erde. Wir müssen da mal runter in diese geheime, schieß mich tot. Ah ne, nicht zu Eris, sondern da lang. Genau, weil da unten soll wohl irgendwie ein bisschen Dreck am Laufen sein. So, oh, hallo. Was soll ich nur machen? Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ich brauche dringendst Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Okay. Tatsächlich hatten wir doch schon eine gefunden. Bin ich der Meinung. Schlüsselgegenstände. Heilpflanze. Genau, die Heilpflanze hatten wir. Den Mogrimörser haben wir. Die Heilpflanze haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch ein Behemoth-Horn. Erhältlich im unterirdischen Labor. Oh, sehr gut. Ich, als wir im unterirdischen Labor waren, hatte ich schon mal gesagt, dieses Brüllen kommt mir bekannt vor. Und wenn ich jetzt lese Behemoth Horn, dann lag ich tatsächlich mit meinem Gedanken, dass es ein Behemoth ist, doch richtig. Und ich dachte, das wäre dieses hässliche Ding, was uns da angegriffen hat. Hier diese Venom-Verschnitt-Dinger. Oh boy. Kriege ich ein bisschen Muffe. Aber egal, wir laufen zum nächsten Chocobo-Dude und lassen uns dann einfach dort schnell reisen, weil jetzt lohnt es sich auf jeden Fall in dieses Labor hinunterzusteigen. Lauf mich nicht zu. Jetzt kann auch unser. Bring mich bitte direkt zum genau, zum Immergrün Park. Wunderbar. Hey, das läuft doch eigentlich gar nicht mal so schlecht mit den Sidequests hier. Und gut, dass ich diesen Mogrimörser nochmal gekauft habe. Weil der... Na, die Kinder, die haben echt irgendwie irgendwelche Gegenstände, die man benötigt. Und dann kommt sowas bei raus. Wir sehen uns... Also, ne, Lebenspunkte und so weiter wurden ja wieder geheilt. Ja, perfekt. Dann... würde ich mal sagen... wir gehen hier schon mal in den Tunnel. Aber den Spaß machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ich freue mich ja so. Das wird bombastisch.
Auch wenn ich nicht so wirklich Bock auf die Slums hier habe. Ah, zurück zur Oberfläche. Für manche Aufträge und Schätze musst du im Keller in tiefe Stockwerke hinabsteigen. Wenn du wieder in die Oberfläche zurück willst, halte einfach L1 gedrückt, um jederzeit wieder aufzusteigen. Das ist mal cool. Das freut mich. Ah, dann steht da sogar, wie schnell das geht. Perfekt. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.